Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Might and Magic Heroes 7 der Beta. Ja, bin jetzt am vorvorletzten Tag, wo die Beta noch läuft. Ja, nach der letzten Folge eine kleine Aufnahmen-Session-Pause gemacht. Einmal pro Woche, fünf, ja, aber da waren wir wahrscheinlich schon. Ja, in der letzten Folge haben wir es hier gegen diese, neutrale Armee hier gegen diese Kreaturen probiert. Sind allerdings kläglich gescheitert. Naja, was heißt kläglich? Wir hätten es beinahe geschafft, aber unsere Einheiten waren eben komplett down am Ende. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal hier runter. Und nehme das mal mit. Toll. Gut, das war's auch schon wieder. Wir sind nicht mehr an der Reihe. Geht ja gut los. Ja, und bisher habe ich nur die erste Folge rausgehauen von Mind in Magic. Da ist jetzt noch nicht so viel. Ist mir jetzt noch nicht so viel klar geworden, was ihr von dem Spiel haltet. Also ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch das Spiel nicht gefällt oder wenn es euch gefällt. Weil Gedanken lesen kann ich ja leider nicht. Mal sehen. Ich glaube, das wird heute auch die letzte Aufnahmesession sein. Ich werde jetzt nochmal... Alter. Hier fliegt gerade ein Helikopter vorbei oder irgendwas. Oder Flugzeug, ich bin mir gar nicht sicher. Und ich habe das Fenster offen. Also es kann wirklich sein, ihr hört das. Also nicht wundern. Es ist nicht in-game. Wäre irgendwie komisch. Wenn hier ein Flugzeug langfliegen würde. Würde nicht ganz so passen. So, da wären wir jetzt wieder und jetzt können wir das besuchen, die Drachenader. Füllt das Mana des Besuchers einmal pro Woche vollständig auf. Krass. Da holen wir uns noch unser Holz. Die sind wir einfach nicht gewachsen für. Toll, das war's schon wieder. Wir müssen dann auch langsam wieder zurück, damit wir was bauen können. Ich finde es trotzdem, da wir hier Einzelspieler machen, immer noch sehr übertrieben, dass man hier Aufgaben so es kann nur einen geben. Besiege alle gegnerischen Spieler für den Sieg. Lasst euch nicht besiegen. Spieler sind besiegt, wenn sie 7 Tage lang keine Stadt kontrollieren oder alle Helden und Städte verloren sind. Okay. Was haben wir denn da? Noch eine Schatztruhe. Sehr interessant. Ich brauche eindeutig noch ein paar mehr Einheiten. Ja, ich wollte ja nur gucken, wie die Zeit war. Ich weiß, dass ich nicht an der Reihe bin. Weiß nicht, kommen wir da noch hin? Da kommen wir noch hin. Nehme ich das jetzt noch mit? Ich nehme die EP, weil Gold haben wir ja eigentlich genug. Tag 5, Woche 2, Monat 1, Jahr 1. Gut, die Woche ist fast wieder rum, deswegen würde ich sagen, wir begeben uns jetzt mal so langsam auf den Rückweg. Ich weiß ja gar nicht, ob man da immer auf den Rückweg gehen muss, oder kann man das vielleicht auch von direkt ansteuern, ich weiß es nicht.
ist immer so ein Ding. Ich merke gerade, dass ich meine Tür gar nicht verschlossen habe. Wäre ein bisschen komisch gekommen, wenn es jemand reingekommen wäre. Zum Glück habe ich es noch gemerkt. Was ist das hier eigentlich für ein Ding? Ich glaube, das dauert immer länger, weil die FPS so scheiße ist. Wäre es wahrscheinlich ruckzuck hier rum. Wir kriegen immer 750 Gold dazu. Kann man hier noch irgendwo hin? Schattenstahl. Da kommen wir auch nicht ganz hin. Aber das nehme ich mir noch mit. Weißt du nicht, wozu ich es brauchen kann? Ach, ich kann auch bauen, wenn ich nicht da bin. Ach so, sagt mir das doch jemand. Marktplatz, Rathaus. Bringt zusätzlich 500 Gold pro Tag. Oh, jetzt vielleicht nicht. Marktplatz. Öffnen die Möglichkeit, mit Rohstoffen zu handeln. Das ist nicht schlecht. Pferdestelle. Besuche alten 5, plus 5. Bewegung bis zum Ende der Woche. Aha. Ergturm. Basisbehausung ermöglicht die Anwerbung von Armbrustschützen bei einer Vermehrung von 20 pro Woche. Das ist ja nicht schlecht. Ich glaube, das baue ich mir jetzt mal. Neue Kreaturen. Tue ich mir doch gleich mal 20 anwerben, oder? Gut, dann haben wir dann die hier. Mann, hätte ich das mal gewusst, dass man hier ständig hinkommen kann. Das muss man denen mir doch sagen. Naja gut, wir müssen aber trotzdem wieder zurück. Meine Bewegungspunkte sind alle, ja. Mann. Was soll ich denn das wissen? Gibt es auch kein kleines Tutorial? Für mich als totalen unbasierten Strategie-Noob war das mir nicht ganz klar, dass ich auf die Stadt immer Zugriff habe, auch wenn ich da keinen Helden habe. Mein Fehler. Ich vermisse gerade ein bisschen... Na, die Musik, da ist sie schon wieder. Komm schon, Spieler 3, mehr dich aus. Okay, Spieler 4 ist am Zug. Ich werde mir jetzt noch die Armbrustschützen abholen und dann, ich glaube, ich kann jetzt auch wieder neue Typen herstellen, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Okay, dann können wir jetzt schon wieder neu herstellen, hä? Ein neues Gebäude.
viel kostet das? 2000. Das bringt ihm 500 Gold pro Tag. So, warum nicht? Das haben wir noch nicht, weil die Woche noch nicht vorbei ist. Okay, dann begeben wir uns mal wieder noch ein weiteres Mal zurück. Na, schade. Gut. Dann war es das für heute schon wieder. Da haben wir die zweite Woche schon abgeschlossen. Auch wenn ich in der zweiten Woche jetzt nicht viel gemacht habe. Und danach gehen wir wieder auf große Schlacht. Und das Spiel hat mich heute noch kein einziges Mal rausgetappt. Das ist schon mal ein Erfolg. Aber vielleicht sollte ich das nicht zu laut sagen. Sonst passiert es wahrscheinlich gleich. Das macht nämlich eine riesen Schneidearbeit. Wenn das Spiel raustappt. Denn das Dumme ist, wenn man mit Shadowplay aufnimmt. Hat man dann in dem Moment, wo er raustappt, kein Schwarzbild. Nein, er unterbricht die Aufnahme und startet dann direkt wieder. Also er unterbricht nicht wirklich die Aufnahme, er setzt dann direkt, wenn man wieder im Spiel drin ist, ran. Und dann herauszufinden, wann man rausgetappt hat, das ist nicht so einfach. Daher wird das dann schwer, ja, die Audacity-Aufnahme mit der Videoaufnahme exakt zu schneiden. Also synchronisieren. Ja, Spieler 4 schon dran, Mann. Ich frage mich, was passiert, wenn wir 8 Spieler eingestellt hätten. Dann wären wir ja hier die Hälfte der Folge nur damit beschäftigt, zu warten, wie andere Spieler irgendwas machen. Eine Woche in der mysteriösen Wesen, die Zukunft Ashans Frommen. Okay. Ich verstehe es immer nicht ganz. Halle der Helden, was bringt das? Öffne die Möglichkeit, neue und besiegte Helden anzuwerben. Ach, das ist doch schön. Ich glaube, das baue ich mal. Kosten aber auch einiges. Stufe 1. Das ist ja auch eher ein magiebegabter Typ. Ich könnte vielleicht einen Nahkämpfer gebrauchen. Und vielleicht ihn hier. Dann hätte ich mit meinem anderen Helden vielleicht gar nicht erst ran müssen. Okay. Weiß nicht, komm den Beruf immer ein. Das reicht dann aber auch erstmal. Mist, was ist denn der Justikar? Ah,
Ach, die hat er speziell. Könnte man die denn nochmal teilen? Das ist immer die Frage, wie man die teilen kann. Kabir, Kriegsgerät, hat er da die große Pyramide? Hat sie. Okay. Die haben immer was anderes. Okay. Hier können wir jetzt neu anwerben für diese Woche. Mann, ich mache hier eine Armee. So konnte man das machen. Ah, okay. Das müsste man nur Kopf rechnen können. Was ich wiederum nicht kann. Machen wir es irgendwie so. Dann schicken wir ihnen noch ein paar Armbrustschützen mit und die anderen kommen dann zu unserem anderen Team. Okay. Wen habe ich denn jetzt aktiviert? Den hier? Nee. So. Ihn will ich doch bewegen. Okay. Wo er dann schon ziemlich stark ist eigentlich. Ach, das sind die Armbrustschützen, Mann. Ich bin da auch rein. Gut, die können wir eigentlich theoretisch in der Hälfte so teilen. Gut. Hätten wir mit ihm nicht dorthin rennen müssen. Er bringt 2 Holz pro Tag. Frage ist nur, verschwende ich da immer... Ich glaube, da muss ich nicht extra hingehen, oder? Fragt sich, wenn die Bewegungspunkte hier alle sind.
ernst. Durchschnittlich. Kann ich aber mit ihm noch laufen. Ja, das ist sehr schön. Okay, das war's dann. Was haben wir hier? Okay. Ja gut. Dann war's es auch schon wieder von einer neuen Folge von Let's Play Might and Magic Heroes 7. Da haben wir jetzt schon einen neuen Helden angeworben, neue Einheiten, Armbrustschützen haben wir. Da haben wir jetzt einen Nahkämpfer, den Ymoril. Und ja, läuft doch. Jetzt haben wir zwei Armeen. Und jetzt können wir uns auch wieder neuen Schlachten widmen. Und wie das aussieht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, ciao.